Herzlich willkommen zurück zu einer. Hey, SpongeBob! Unterbrich meine Begrüßung nicht, du frecher Schwamm! Also, willkommen zurück zu einem neuen Part von SpongeBob Schwammkopf. Die Stadt um Bikini Bottom. Die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Also, was ich halt sagen wollte. Na toll. Au. Au. Danke, Spiel, dass ich auch mal wieder reden darf. Also, Thaddeus? Thaddeus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sportenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach, du meine Güte, du hast eine Glatze. SpongeBob! Die hat er schon immer und... Dir hängt ein Stück Gras aus dem Mund. Der Blick und dass da gerade Gras in seinem Mund ist. Das klingt auch gerade so falsch. Er hat Gras im Mund. Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischerfeldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Ja. Zum Göttelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddeus! Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit eintreiben kannst. Ja. Erstmal ein kurzes Switch-Starren gegen die Boxen. Mal sehen, wer gewinnt. Ich schaue hier rein, wenn es soweit ist. Und hier habt ihr das Ergebnis. Die Boxen können es nicht mehr aushalten, als der Ball zersprungen. Dann wollen wir auch mal gleich weitermachen. Ich habe hier irgendwas gehört. Hachi. Oh, der arme kleine Roboter. Ach nein. Boah. Das ist so nervend manchmal. Das ist schlimm. Sieht aus für mich wie Wasser. Patrick und SpongeBob können nicht schwimmen. Pass auf, dass sie nicht in den Schlamm fallen. Okay. Das ist Teleportkiste. Wenn du bei Teleportkisten eine Gegend gefunden hast, kannst du dich von einer zu anderen teleportieren, indem du hineinspringst. Aber nicht vergessen, öffnen. Och nö. Ich habe die Tasten heute wieder drauf. Dafür aber... Kann ich die Logikkiste resetten? Positiv und negatives. Ich hätte sowieso das Spiel nie ohne einen Dev geschafft und auch nicht angesetzt. Ups, tut mir leid. Hast noch mehr Schmerzen? Qualle! Einfangen! Combo! Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Ja, fangen! Hab dich! Oh, wir dürfen ja keine Quallen fangen. Wir sollen ja Roboter fangen. Okay.
Ach da! Hab dich! Hab dich! Oh, war wieder keine. War wieder eine Qualle! Früher war das besser aus. Nochmal zu gucken. Zu da dran. So ein Kraftfeld. Das sieht doch nicht logisch aus. Blitze, die von der Qualle weggeschossen werden. Das will doch jeder sehen, oder? Genau meine Größe. Mist. Mikro war im Weg. Wenigstens haben wir so wieder neue Kisten. Und ja, das ist eigentlich nichts Gutes. Ah, da es immer mehr dadurch gibt, die man zerstören kann. Hab dich! Mir tun die Kleinen irgendwie leid. Ich werde aber nicht jede Kiste zerstören. Ja. Die erste Herausforderung, werden wir sie bestehen? Fünf Farben. Ach, jetzt weiß ich, welche Farbe mir immer wieder fehlt. Orange. Da hätten wir einen Regenbogen. Auf jeden Fall. Einsetzen. Schnelle Lieferung. Das wünschen wir uns auch immer. Ich glaube, der könnte auch nicht schwimmen. Oder was meint ihr? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Noch ein Funk für Patrick. Da springe ich nicht runter. Da weiß ich schon, da gibt es nichts Gutes. Weil das weiß einfach. Man sah hier schon leicht, dass es hier nicht gut enden wird, aber das ist ein goldener Pfannenwender. Checkpoint! Das ist ein Checkpoint. Wirst du besiegt, nachdem du einen Checkpoint notiert hast, beginnst du am Checkpoint neu, anstatt am Anfang des Bereiches. Ja, so. Was hat das hier zu suchen? Ich halt's nicht aus. Danke, SpongeBob. Du hast mich so sehr verwirrt. Er meint weder die Qualle der Roboter noch. Da ist Glas hier. Er meint die glänzenden Objekte. Das hat mich so überfordert, dass er dann plötzlich das sagt. Das ist eine Frierfrucht. Sieht aus wie ein Eisblock. Nur Patrick kann die Frierfrucht nutzen. Geh baden. Nein, niemand nennt dich so. Frisch wie eine Frühlingsbrise.
Und Absturz. Hallo. Da sehe ich, was hier denn ist. Schnell, bevor es verschwindet. Es ist lila. Und eine Socke. Ein blaues macht 10. Und ein lilanes 20. Hätte irgendwie mehr gedacht. Ernüchternd. Ba 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 ba
Auf jeden Fall. Der Kanone mit den Pufffischen ist wieder da. Bist du dämlich? Triff dich mal! Hey, ich hab... Das macht ja wieder gar keinen Sinn, aber auch egal. Wir hatten es gemacht, du bist schon sehr bekannt, du bist nicht mein neuer SpongeBob. Da kommt man nicht hoch. Ich sehe die Innenstadt. Ich sehe SpongeBobs Haus von hier oben. Aber ich sehe immer noch nicht den Göffel. Blaue Qualis. SpongeBob muss das Blasenbowling beherrschen, um das Spiel zu können. Traurig, aber wahr. Wir können das nicht machen. Wir können jeden Folter durch die Gegend springen. Springen. Das ist Schlamm, können nicht schwimmen. Ja, danke. Ich werd's wagen. Mist, du solltest eigentlich schwimmen, aber es wäre sowieso kein Wasser. Links, rechts, links, rechts. Socke. Hat er jemals gewaschen? Oh, wenn was? Da ist der Bungee-Sprung. Und da ist noch ein schönes. Es glänzt. Aber gut, es ist ein schönes. Es glänzt. Teleportkiste. Und so können wir jedes Mal. Wow. Die Maschine früher war auch besser. Die Maschine, die dort schnaubt und zischt, ist ein Duplikatron 1000. Der die 1000 produziert weiterhin runter, bis er zerstört wird. Sei aber vorsichtig, sonst knallt es ordentlich. Sonst knallt es. Und die Aufgabe lautete oben auf dem Hügel. Nein.
Zur Überprüfung. Ja, war der richtige. Jungfrau Mann, ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Ja, SpongeBob, das ist ein bisschen unheimlich. Was? Ach ja, das ist dieser Schwabenjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Also, okay. Wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Wie denn? Du bist auf einer kleinen Insel und so ist da einer. Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Ich glaube das nicht. Jawohl! Also Kiste öffnen. Den Tiki schlagen. Ups, ich meine den Tiki schlagen. Und lesen. Das ist eine Rutsche. Wenn SpongeBob, Patrick oder Sandy auf einer Rutsche springen, geht es den Abhang mit Geschwindigkeit hinunter. Ich kann manche Leute nicht richtig lesen. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe. Leckt SpongeBob erstmal den Stein da ab. Yippie! Socke! Und ich bin extrem schlecht. Und das. Das sollte ich irgendwann nochmal machen. War der Schlamm. Nein, das sollst du nicht wiederholen, SpongeBob. Bitte nicht. Also immer aufpassen, wo man hinspringt. Auf geht's. Also wieder nochmal den schönen Weg hier. Und Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Da einmal in die Boxe. Und nochmal runter. Du musst zu Patrick, um ihm zu helfen, aber es ist unerreichbar. Vielleicht erzeugen diese Schalte einen Weg. Sie werden von den Robotern schwer bewacht. Du musst dich durchkämpfen. Auf die Plätze, fertig. Glänzende Objekte. Oh, wie funkelnd. Ich hab dich doch geschlagen. So wie dich. Keiner nennt dich so, Spongy. Also, wen haben wir jetzt weniger? Wir haben einen Schinken und ein Roboter. Dann besorgen wir noch einen Schinken. Frisch wie eine Frühlingsbrise, genau meine Größe. Den Kleinen können wir noch am Leben lassen.
Und du. Tada! Bum, 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 bum. Hey, SpongeBob! Puh, ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Danke, Patrick. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Okay. Und... Bauchtasche! Schon der Sechste! Und wir haben ja im ersten Gebiet was für den Patricken gehabt. Ich werde sie zerschmettern! Ich empfehle immer... Karibu! Nicht... Warum Karibu? Oh, das will ich doch nicht empfehlen! Fischgrütze! Ja, das war nicht sehr erfolgreich. Okay, und was jetzt? Nochmal zurück, Patricken. Und wir haben die Roboter wieder hier. Jo, der klügste Roboter, den ich je gesehen habe. Und was sagst du? Oh, Meerjungfrau Mann, du bist ein großer, heldenhafter, alter Sack. Sack? Was? Wo? Patrick, du bist so was von... Warum? Nicht... Ja. Zu viele Fragen, keine Antworten. Der Part wird länger als er eins sollte. Egal. Wow, Quallenpelz. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mit eigenen Augen sehen würde. Diese Woche. Diese Woche. Hey, Thaddäus. Verschwinde, Patrick! Ich warte auf SpongeBob! Habe ich das gerade gesagt? Ja, hast du! Oh, Geschenke aus Holz! Ich empfehle immer wieder Doppelsprung und dann... Stampfattacke machen. Ist effektiver. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Pech, Patricken. Das ist eine Frierfrucht. Nur Patrick kann sie Frucht benutzen. Drücke im Aufheben. Ja, ich habe ihn eingefroren.
Merke ich die Frucht! Tippe, 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 tippe auf dem Eis! Hey, Wahnsinn! Noch eine! Auf Wiedersehen, Patricken! Wow, Patrick, du bist wirklich einzigartig. Dann gehen wir nochmal den schönen Weg mit Patrick. Ich habe hier noch etwas zu erledigen. Kugelfische Bauchstampfen. Strahlend weiß. Mist, ich wünschte, ich könnte Bungee springen. Mau. Okay, hier habe ich die Antwort auf deine Frage. Patrick kann keinen Bungee-Sprung. Aber kann wenigstens mit Gary reden. Okay, wir sind bald wieder oben. Nein. Einmal eine Abkürzung nehmen, das Spiel müsste das wenigstens ja bedenken. Und? Oh, Meerjungfrau Mann, du bist ein großer, heldenhafter alter Sack. Sack? Was? Wo? Und wie nimmt Patrick die Rutsche? Natürlich auf dem Rücken oder Po. SpongeBob leckt mir aber die ganze Bahn hier ab. Oh, wir haben hier wieder unsere Roboterfreunde. Der Roboter hat Bumm gemacht. Geht es viel besser. Schön. Jetzt hat Patrick einen schönen Roboter als Haustier. Ja, Patrick, Haustiere müssen schwimmen, aber nicht so viel Wasser brauchen sie. SpongeBobs Unterwäsche richtig passt? Das ist eine Wurffrucht. Patrick kann eine Wurffrucht aufnehmen und werfen. Drücke Kreis, um eine Wurffrucht aufzunehmen, die in der Linie liegt, und drücke die Taste erneut, um die zu werfen. Um alles zu zerstören. Ja. Doch ein paar Sekunden. Geht ja auch wieder kaputt. Darum schnell mitnehmen.
böse Qualimali. Das heißt, die Roboter sind wieder da. Nein, so werde ich sie nie loswerden. Wieso? Okay, diesmal werde ich sie nicht besiegen. Ich werde sie zerschmettern! Wir wollen ja auch mal wieder weiter vorankommen. Ja, kein Tiki auf Tiki werfen. So, ich kann die Frucht eine Treppe hin hochwerfen, die Treppe dann hochgehen und die Frucht wieder aufnehmen und werfen. Muss ich nur beeilen. Das ist eine Bushaltestelle. An der Bushaltestelle kannst du zwischen SpongeBob und Patrick wechseln. Und... Bumm. Ich weiß nicht, wie ich es damals erst schaffte, aber ich bin irgendwie... Ja, ich hoffe, ich kann euch gleich zeigen. Erstmal hier. Das ist ein Donner-Tiki. Wenn Patrick ihn berührt, zieht ein Sturm auf und nach ein paar Sekunden kracht es. Da bin ich nicht in der Nähe. Das sollte man auch nicht tun damit. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe es irgendwie geschafft, so drüber zu kommen oder so zu springen, dass ich nicht hier landete, sondern irgendwo mittendrin des Weges, früher als Kind. Hey, du Sprottenkopf! Pass auf, wo du hingehst! Der Fels spricht mit mir! Oh, mächtiger Fels, ich stehe dir zu Diensten! Hier unten, du großer rosa Seeochse! Ah, hallo Plankton! Wirst du mich heute pulverisieren? Die Versuchung ist groß! Leider bin ich in der beklagenswerten Position, dir helfen zu müssen! Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position und jetzt tut mein Nacken weh! Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Quallenhöhle, folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein, aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Und dann pulverisierst du mich? Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellen musst. Oh, vielen Dank. Patrick. Wie, wenn, ja. Tada! Und was sich in der Höhe verbirgt, das sehen wir im nächsten Part. Freut euch drauf auf mehr rosa Dummheiten unseres Lieblings-Seesterns, der gerne pulverisiert werden will. Euch noch einen schönen Tag und ciao!